Herr Eberle überhaupt gar keine Erinnerung mehr hatte nach seiner Aussage, was nach der Festnahme des Zeugen dementsprechend passiert ist. Deswegen wundere ich mich gerade über diese Fragen, Herr Eberle. Einspruch, Erinnerung können wiederkommen. So, lieber Herr Staatsanwalt, es freut mich natürlich, dass Sie sich dermaßen um meine Gesundheit sorgen. Aber dadurch, dass ich mich dort hinten etwas hinsetzen konnte und was trinken konnte, wird doch gerade einiges klarer. Dankeschön. Ich wollte doch noch mal in den Zeugenstand rufen, Herr Euer Ehren. Das können wir nach dem Zeugen jetzt. Ich wollte auch noch mal was sagen. Vorhin hat der Mann die Frage gestellt bekommen, ob er in dieser kompletten Situation einmal geschossen hat. Und es war eine Ja- oder Nein-Frage. Und er hat mit Nein geantwortet. Ja, hat er. 2024 Music. So, sind noch Fragen an den Zeugen? Nein, euer Ehren. Ey, W, es läuft gut! Wunderbar, dann sind Sie hiermit entlassen. Ich hoffe, Ihre Genesung wird schnell fortgesetzt. Ja, vielen Dank. Kuss. Gut. So, dann schieben wir den Herrn Heberle nochmal ein, da Ihre Erinnerung ja zurückkommt. Möchten Sie sich dazu äußern? Ich kann gerne noch, noch ein paar Aussagen tätigen, wenn das vonnöten ist. Alles, was so, was Ihnen jetzt doch nochmal klar geworden ist, wenn Sie das möchten. Ja, gerne. Ergänzen Sie. Also, ich beginne an dem Punkt, wo wir in der Wüste angehalten haben. Aber die haben doch die ganze Zeit miteinander gequatscht, die zwei. Alles davor, denke ich, ist ja jetzt auch ausreichend geklärt und auch dementsprechend ist eigentlich ja für die Tat an sich nicht so wichtig. Ja, scheiß doch, der fickt sich nur selber. Wir halten eben in der Wüste an. Die Besetzung im Auto war wie folgt. Vorne links Fahrer, Sepp. Hinten links das männliche Opfer. Hinten rechts ich. Vorne rechts Dufi. Das war die Besetzung im Auto. Die Anwältin, die uns bis dato auf dem Motorrad verfolgt hat, weil der Sepp verschiedene Fahrmanöver gemacht hat und irgendwie da sie loswerden wollte oder sowas, fährt rechts an unserem Auto vorbei, kommt da zum Stehen, sagt jetzt, ja, was soll das jetzt? Haltet jetzt an, ich will jetzt mit meinem Mandanten reden. Der Sepp, wahrscheinlich, weil er keinen Ausweg mehr sieht und Panik kriegt, steigt vorne links aus, richtet die Waffe, beziehungsweise das Opfer ist ausgestiegen, wurde zum Motorrad gerannt. Auf jeden Fall, der Sepp steigt vorne links aus, richtet die Waffe einmal auf die Frau auf dem Motorrad und auf das männliche Opfer. Ich saß zu der kompletten Zeit hinten noch im Auto, bin erst ausgestiegen, als die Schüsse gefallen sind. Ganz schön detailliert dafür, dass du vorhin gesagt hast, du kannst dich ja nicht mehr erinnern und du hast so schwarz vor Augen gehabt. Scheiße, richtig, Mann, er hat recht. Erst wenn sie dran sind, okay? Gut, sonst noch was, Herr Häberle? Ansonsten habe ich nur noch einen SMS-Verlauf, den mir der Sepp geschickt hat, nachdem das alles war, wo er meinte, hey, wenn es brenzlig wird, dann hauen wir einfach den Doofi in die Pfanne. Und dann habe ich... Und ich habe die SMS, wo Sepp Meier sagt, dass er sie töten möchte, Sir. Okay. Ja, also der Sepp spielt hier ein komisches Spiel. Mehr habe ich nicht zu sagen. Photoshopler, oder? Gut, Herr Staatsanwalt, haben Sie jetzt noch Fragen? Okay. Herr Heberle, Sie sagen, Sie waren die ganze Zeit im Auto und haben nicht geschossen. Das ist richtig. Okay. Und Sie sagen, Sie haben die Situation am Würfelpark gesagt, haben Sie ja nichts über das Tasern gesagt. Können Sie sich daran vielleicht erinnern, dass doch irgendjemand getasert worden ist? Das war's. Also das kann schon sein, dass da jemand getasert worden ist. Ich habe jetzt nicht die 100%ige Erinnerung mehr an diese Situation, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Okay. Sie haben daran 100%ig nicht mehr die Erinnerung, aber was dann später passiert ist, obwohl sie vorhin unter Schock und da sich an gar nichts mehr erinnern können, da haben sie die 100%ige Erinnerung. Aber ich glaube, wir sind schon gut dabei. Nein. Also haben sie auch nicht die 100%ige Erinnerung, was genau dort im Gebirge, Wüste, wo auch immer dort passiert ist. Doch. Ja, dann haben sie sich gerade widersprochen. Na, es gibt noch eine dritte Option. Okay. Nämlich, dass ich bei der Situation am Würfelpark, als getasert wurde, einfach nicht in die Richtung geschaut habe, wo das passiert ist, sondern woanders hingeschaut habe. Wir saßen ja alle im Auto. Ja, ich wusste ja nicht, von wo was ausging. Okay. Wenn Sie möchten, aber wenn Sie es jetzt unbedingt möchten und mir dieses Taser-Ding anhängen wollen, dann nehme ich das auch. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum wir über diese Taser-Aktion jetzt hier sprechen. Es geht ja um die Schüsse auf die... Nein, Sie verstehen das falsch. Anspruch, es geht darum, ob er glaubwürdig ist oder nicht. Unter anderem. Er hat ausgesagt, dass er nicht einmal geschossen hat. Bitte. Lass den anderen jetzt reden. Du machst doch nur Schlimmes hier. Zum einen das, was der Herr Sosa gesagt hat. Zum anderen geht es natürlich auch darum, dass die Anklageschrift nicht nur klarstellen will, ob gegen die Körperverletzung, Totschlag oder Mord passiert ist, sondern auch Paragraph 4 Absatz 3 des Beamtengesetzes. Und warum geht der Beschuldigte raus? Herr Gilmore. Ja, Sir? Das war der falsche Weg. Ich musste kurz pupsen. Ja.
Im Gerichtssaal einfach sowas verlassen. Das ist ja sehr professionell. Ist das ein Fluchversuch? Ist das ein Fluchversuch? Und sowas war beim PD. Herr Gilmour, letzte Ansage. Kommen Sie jetzt wieder hier nach vorne. Also, Sir, also der Angeklagte chillt ja beim Staatsanwalt. Da kann ich auch hinten sitzen, oder? Also, ich stehe hier. Ich stehe hier tatsächlich. Ja, jetzt. Die ganze Zeit. Ich habe keine weiteren Fragen an den Herrn Heberle. Euer Alles klar. Jemand sonst noch? Herr Sosa? Herr Heberle, warten Sie. Achso, sorry, war zu schnell. Ich entscheide, wenn ich hätte noch eine Frage. Entschuldigen Sie, euer Ehren. Natürlich. Alles gut. Herr ich hätte mal eine Frage. Ich habe noch gar keine gestellt. Herr Heberle, Sie sorgen ja, also Sie haben angefangen zu sorgen, Sie konnten sich erstmal an gar nichts erinnern. Sie wissen nicht, wer geschossen hat beim SG hinten dran. Jetzt sagen Sie, Sie wissen es doch. Jetzt sagen Sie auf einmal, Sie wissen nicht, wer getasert hat. Also wie kann es denn sein, dass Sie am Anfang nicht wissen, wer geschossen hat? Einspruch, euer Ehren. Du bist nicht die Fragen kommen nicht von der Verteidigung. Du bist von nicht Herr Sosa verteidigt. Einspruch, euer Ehren. Es ist nicht dein Anwalt. Was soll denn das jetzt? Ich möchte eine Frage stellen. Darf ich die jetzt beenden? Sie sind nicht die Verteidigung. Herr Sosa ist Ihr Anwalt. Darf ich vertreten Sie sich selber oder sind Sie noch vom Herr Sosa vertreten? Wenn Sie sich selber vertreten, soll der Herr Sosa den Gerichtssaal verlassen. Herr Richter, darf ich jetzt meine Frage stellen? Ich bin ja doch nicht Richter und Anwalt. Ich möchte jetzt einmal abklären. Ist noch Herr Sosa Anwalt einer der Angeklagten? Nein, lange nicht. Herr Sosa, würden Sie kurz zu mir nach vorne kommen? Ja, ja. Verkauft hat, gucken wir nicht verkauft. Ja, so. Augenscheinlich will ja keiner mehr von Ihnen vertreten werden. Sie haben natürlich das Recht, Sie haben ja hier Ihren Dienst getan. Die Kosten denjenigen dann auch in Rechnung zu stellen. Ja, sowieso. Dann hoffe ich, dass Ihr Stuhlgang gut war, nicht, dass Sie da einen Durchfall haben. Yeah. Dann würde ich sagen, haben Sie Ihre Schuldigkeit hier getan. Vielen Dank. Danke. Haut rein, Freunde, ich geh scheißen. Bitte. Viel Erfolg. Ich hätte zwei Fragen. Ich würde auf beiden einstellen. Ich mach die ganz schnell. Also, am Anfang haben Sie gesagt, hey, weil Sie wissen nicht, wer geschossen hat hinten. Was ist hier los? Das wird Zirkus. Jeder geht hier laus und lein wie bei Nutte. Jetzt auf einmal, nachdem Sie hinten standen, lange Zeit mit dem Kompakten. Jeder geht laus und lein wie Floyd hat. Wissen Sie, wer doch geschossen hat? Hey, dann haben Sie angeblich weggeguckt. Lass gehen, man. Die zweite Frage ist. Willst du zu der... Ist die Rave jetzt? Ja, ja, wir müssen aber full black gehen. Okay, dann lass umziehen, hingehen. Wer ist das überhaupt? Hallo? Lingling. Liu Su, mein Name. Lingling, was geht ab? Ich bin Vater von Lick. Von wem? Von Ray. Ah. Okay, jetzt geht's auf eine Rave-Party, oder was? Aber wir müssen uns full black anziehen. Okay, kriegen wir. Das wird schwierig. Ich hab Bock auf Kokain, Mann. Ja, Kokain? Ja. Yeah. Ich glaub, das ist LSD für dich, wenn du willst. Nein, das ist nicht so mein Ding. Alter Mann, hast du mal LSD probiert? Nee, ich bin Mann für die Nase. Mann für die Nase. Ich kann es gerne probieren, wenn du willst. Ich kenne schon die Fallfernsehen, alles Shit, gut. Ich bin voll am Arsch, Alter, wegen dieser... Weil ich heute erst angekommen bin. Ich hab auch das Kleidungsladen. Ich hab ja Nacht durchgemacht. Ups. T-Shirt 15, glaube ich, war das. Du bist Flau von Big Sosa? Ja. Oh, Big Sosa. Du bist Glosselmann hier in Stadt. Ja, klar. Ja, Mann, das ist geil, Alter. Hey, Lost MC, du bist back geworden. Ich brauch noch kurz. Oh, Lost MC, ja. Boah, das passt. Ah, oh, nee, das ist so rockermäßig. Ihr habt neue Klamotten, hast du das schon gesehen? Nee. Ja, ihr habt neue Klamotten auf jeden Fall. Wir haben neue Klamotten, das ist gar nichts. Doch, wir auch. Aber ich habe gehört, bei euch sind die nicht so gut.
Was sagst du zu der Jacke? Tschüss. Willst du jemanden erschlagen damit? Was sagst du zu der Jacke? Was ist das für Klagen? Wie liegt der? Die ist gut, Chat. Ja, Mann. Hey, Leute, Teufel. Motto ist voll schwarz, nix pink. 2024 Music. Bester Mann. Es gibt doch diese eine Hose, die so richtig komisch aussieht. Wo ist die nochmal? Ja, Mann, Alter, das ist es. Full Black ist ja übelst komisch. Was hast du denn für eine Hose an? Meinst du das ernst? Ja. Das ist crazy. So, ich hab mein Outfit. Warte kurz. Ja, yeah, Mann, Alter, so sehe ich doch. Ist bisschen eng in Schlitt oder ist okay? Passt, Homie. Ja, ich sehe, das passt. Ja, yeah, mit Motorradhelm, komm, Freshman. Hast du Banane mitgenommen oder was ist das in Ordnung? Warum Banane, hä? Die Flagge null. Nein, das ist mein Penis. Ah. Deshalb, Lotte Teufel, mögen dir so gerne. Was sagt ihr zu meinem Outfit? Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man das morgen ist Amar-Cup. Lack und Leder. Ey, Chat, morgen ist Fortnite Amar-Cup und ich bin einfach mit Sydney in einem Team. Wir wurden das erste Mal bestätigt als Team, dass wir zusammen teamen dürfen in Fortnite. Aber ist das schon morgen? Ey, was sagst du zu meinem... Nein, wechsel die Hose. Ich? Ja. Okay, was soll ich anziehen? Die ist zu eng. Wie? Da sieht man zu viel die Hose. Gar nicht. Da. Guck mal, man sieht denn... Sieht dir was Vernünftiges an! Aber... wir gehen doch auf eine Party! Hallo. Steig, ne? Du kannst kommen. Ja, Homie, ich zieh mich nur kurz an, ich bin gleich da, Alter. Mach schon mal Kokain bereit, Homie, ich hab Bock einfach verfickt nochmal Drogen zu nehmen. Oh, Homie, Mann, oh, Homie, bis gleich, Mann. Ja. Wie ist nochmal dieser Song, den Dings angemacht hat, dieser Rave-Song? Große Welt oder so? Den Kevin angemacht hat. Grau-Weiß. Die letzten Jahre sahen meine Augen nur grau-weiß. Ist das überhaupt richtig? Okay, wie lange brauchst du, Mann? Du hast alles kaputt gemacht. Zieh das an. Nein. Wie? Guck mal, du sagst zu allem nein. Nein, das nicht. Das? Nein. Die in schwarz. Music. Ja, geht klar. Ich weiß nicht, was für ein Oberteil ich anziehen soll. Ja, lass das. Mhm. 2024 Music. Ja, das passt schon. Mhm. Okay. Bist du ready? Was hast du denn da? Ab geht's, Cocaine Party! Okay, wo ist das Ganze?
bei... Wo geht's denn her? Mann, wo sind denn die Drogen, Mann? Wo ist denn das ganze Kokain? Komm mit, komm mit. Warte. Was bist du das, ne? Du bist das hier, ne? Es gibt immer einen Jackie, Mann. Es gibt einen Jackie, Mann. Ja! Jackie, Mann. Ich will Jackie, Mann. Hier, der. Magst du einen Jackie? Ja, gib alles, alles, Mann, alles! Hier, Security. Hier, der mit dem Motorrad, hey, mach ein bisschen Faxen. Alles gut, Mann, alles gut, bin ich. Der ist voll auf Coca, Bro. Wo bist du? Alles gut, Mann, ich bin's, Alter. Entspann dich. Ah, okay, das ist gut. Alles gut, Mann. Wenn was ist, Bruder, sag Bescheid, ja? Alle Pein, die Köpfe ist für. Ja, nochmal, Alter! Und nochmal! Komm! Warte, ja, Mann, Alter! Los, nochmal, nochmal, nochmal! Jetzt! Ja! Ja, Alter! Chris! Yes! Oh mein Gott, ja, nochmal, nochmal, nochmal! Pussy! Pussy! I'm a greasy pussy fucker coming from the back. You don't have to tell us stop, I got your fucking lady stretched. So you better bring the bag, or you better bring some facts. Otherwise, I do it and you know I'll be the best. We the most greased, you got a micro penis. This groupie told me, you should've fucking seen it. It looked like a peanut, but I had allergies. So I'm back now, turning up the heat. Hey Omi, halt mal deine Freundin im Griff, ja? Ja, 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 ja! Scheiße. Ja, Mann. Gib dich!
Gut, alles gut bei dir? Alles gut. Im Giganten. Wo ist dein... Richtig. Hör mal auf zu lachen! Lach dich nicht aus! Alles gut. Musst du kotzen vielleicht? Nein, alles gut. Ich wurde einen Arsch gefickt. Wie? Alles gut. Von wem? Von wem? Ich weiß nicht. Scheiße. Andi, ja, mein ich. Bist du nicht? Bist du nicht mal bei MB? Doch. Warum? Weil du so wie ein Zivi aussiehst. Achso, ja. Jetzt gerade wegen dieser ultra geilen Ray-Party. Sosa, musst du irgendwo hin? Alles gut, Mann, alles gut, ich komm schon klar, Mann. Du musst mir sagen, kurz bitte. Ja. Wer war das? Wasser? Alles gut, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Bist du Doritos? Lia, wie wär's, wenn du zu meinem Dief fährst? Ihm? Ja. Alles gut, ich geh nochmal rein, Mann. Hallo? Nein, ich brauch nur noch eine Nase. Gib mir eine Nase, Mann. Ich brauch ein Auto. Warte. What? Ich brauche eine Nase! Steig hier ein! Hey, das ist mein Wagen! Darf ich kurz ausladen? Yo! Natürlich. Ich brauche nur noch eine Nase, ja, Mann! Ja, kommst du mit! Nase. Brauchst du eine Nase? Gib mir eine Nase, Mann! Los! Bleib stehen! Okay. Oh, mir durch da voll Ballern! Was hab ich gedacht? Okay. Meine Kollegen können mich doch nicht so sehen! Also. Ihr könnt ihn doch nicht wieder reinlassen! Hallo! Ja, ich seh doch, dass es dir nicht gut geht! Hier bin ich schon, Bruder! In der Nase! Was machst du? In der Nase, Bruder. In der Nase? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, da! Komm wieder rein, Mann! Los, komm, Leute, komm! Wer fickt mich als nächstes in den Arsch? Los! Ich will in den Arsch gefickt werden! Los, komm! Sosa! Los! Ich hab was für dich, Mann! Ein geileren Ohr! Komm mit! Ich frage mich, ob er das jetzt wirklich machen lässt, ist es selbst, oder? Los! Der Erste, der reinkommt, darf mich ficken! Los! Warte! Tut mir leid, ich bin auch so reingekommen, ja? Sicherlich. Wie, du guckst... Was zwei machst Junkies, du? Ich glaub sie nicht, hat da unglaublich. Ey! Digga Mensch, du kommst jetzt mit. Das ist echt, wir müssen erstmal testen. Hier Geschlechtskrankheit-Test machen, bitte. Also, Lea, ich sag dir ehrlich, erstmal zum Arzt bei dir, ja? Ich muss hier raus. Pico, wir müssen hier raus, aber bitte. Ja, warte mal. Das ist dein Problem. Wo ist dein Auto? Wo ist dein Auto? An denjenigen, der mich in den Arsch gefickt hat, du hast wirklich einen riesen Schwanz, Mann. Kannst du bitte einstecken? Kein Thema. Rainer, kommst du mit? What? Sag kein Thema. What? Ich hab Kopfschmerzen. Ich krieg... Was hab ich verpasst? Ich war 5 Minuten weg, zu viel. Hallo? Ja. Hörst du mich? Okay. Ja, ich brauch nur noch eine Nase, Nein. Eine Nase, Mann, mir geht's wieder gut. Nein. Eine Guck Nase, Mann. Du wurdest gerade. Nein, das ist so ekelhaft, nein, ich will nicht drüber nachdenken. Wer ist ein Ray? Wer ist ein Doofy? Krempen. Stell dir mal vor, du hast irgendwas eingefangen. Dann krieg ich den Scheiß ab, Mann, du Ekliger. Geht's dir gut? Ja. Von der Skala von 1 bis 10, wie gut geht's dir? Gerade? 1. Ja, gerade. Ja, stark. Gott. Sorry, Kopfschmerzen. Langsam fahren. Ich brauch schnellstmöglich Heroin. Heroin. Medic. Wo warst du hin? Heroin, Mann. Kontrolle über mehr Werbung. Ha? Weißt du? Fuck. Überspringen. Was ist das? Oder Twitch will so sehr, dass man Werbung schaltet die ganze Zeit. Yo, Omi, mich hat einer in den Arsch gefickt, in mein Gesicht gerotzt und sein Analplug mir auch in den Arsch geschoben. Genau deswegen. Okay, alles klar. Ich
Ich würde es eigentlich ungern machen. Nein, das hört sich warum? Wirklich widerwärtig an. Ich will mich nicht an meinem ersten Tag infizieren. Hey, Peppi, Mann, was geht ab, Alter? Grüß dich, Tommy, du hast diese Rave-Party verpasst, Mann, Alter. Mein das Volumen von meinem Arschloch ist, Alter, Homie, vervierfacht, oh mein Mann. Entschuldigen Sie, sind wir hier in einer Suchtklinik oder was machen die Suchtgiftmittelspritzer hier, sagen Sie mal? Ja. Was will das? Alles gut, Peppi, Mann, Alter. Wir sehen uns später, Mann. Komm auf die Rave-Party. Komm auf die Rave-Party, Mann. Hey, süße. Homie, warst du das? Wow, wer bist du? Hast du mich hinausgefickt? Nein, aber du bist süß, hey. Erzähl dich, du Wichser, Mann. Ich steh nicht auf Männer, Alter. Männerfrau. Tussa. Hilfe. Nein, nein, shit. Doch. Oh. Nein, ihm geht's nicht gut. Alles gut, wir klären das. Alles gut. Warum an meinem ersten Tag? Bedick, wir brauchen einen. Bitte. Ja, okay, dann. Sir, kannst du mir helfen? Ich brauche nur eine Leine, Mann. Mir geht's wieder nein, besser. Nein. Ich hab einen Junkie hier. Bitte? Hier lang. Also, ich erzähle euch, was mit dem passiert ist, weil. Oder Susan, willst du es selber sagen? Nichts. Du sagst es nämlich ohne Scham. Alles gut. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Nichts. Sie haben nichts, ihnen fehlt nichts. Nein, alles gut. Doch, alles gut. Der wurde auseinandergenommen. Nein, ich wurde nicht auseinandergenommen. Wenn er sagt, er wurde nicht auseinandergenommen. Also, ich kann mich normal artikulieren, es ist nichts passiert, ich bräuchte nur vielleicht mal ein Pflaster. Ihnen geht es so gut, dass ich jetzt guten Gewissens diese Türe da verlassen kann. Also ja, genau, ich bräuchte nur ein Pflaster. Okay, adios. Hallo. Nur ein Pflaster, okay. Ja, genau. An meinem ersten Tag. Er kümmert sich, er ist der Chef. Ich lerne von ihm. Kannst du es noch nicht? Brauchst du Einleitung? Sag's mir. Bitte? Brauchst du eine danke Anleitung? Sag's nein, 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 ich sag's ihm gleich. Okay, danke, Medix, ja? Nicht dafür, hab ich gegen. Nein, ich bin gebrochen. Mein Herz ist gebrochen. Ran und Mena Sahne. Ja, sag ich doch. Hä? Wie schaut's denn aus? Der gefällt der Kerl. Der ist jetzt Single tatsächlich. Seine Frau wurde entführt. Nein, die ist hinter mir. Wie? Nee. Ja. Sei ehrlich, Sosa. Sei ehrlich, pass mal auf, kleiner Mann. Wenn ich da jetzt $10,000 geben würde, würdest du mich einmal zuschauen lassen bei einer Nacht von dir und deiner Frau? Für 10.000? Ich hab mich immer schon gefragt. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin ein Österreicher, ein waschechter Wiener Bub, ein Simmering. Und ich habe mich immer schon gefragt, immer wenn ich die Afrikaner gesehen habe, mich gefragt, also, wie funktioniert denn das mit dem Geschlechtsverkehr? Ja, also, das ist ja, hast du da irgendwelche, naja, wie soll ich was das jetzt machen, sagen? Was machen, denkst du, ich mach denkst du, ich trommel auf ihr Arsch und da kommt irgendwas Musikalisches raus, oder was? Nein, was willst du denn da sehen? Na, das meine ich jetzt nicht damit, aber ich höre, sagt man das, in Österreich sagt man das ja, dass die Afrikaner, also vor allem Zentralafrika Richtung Kongo, das ist schon ein bisschen größere, besser bestückt Kongo. Ja? Du bist aus dem Kongo? Ja, genau. Na super, wenn ich fragen darf, was würdest du sagen von dem Maße her, so ohne Kopf, wie groß ist er? 31,75. Ohne Kopf? Mhm. Und mit? Nein, mit, je nachdem, weißt du, schwankt manchmal, je nachdem, wie geil ich bin, Nomi. Bist du narrisch, also du bist ja wirklich, also das ist ja, Tochter, was sagst du dazu, gefällt das sowas? Das ist mir alles zu viel, Papa. Was sagst du, Tochter, sehr ehrlich. Du blamierst mich von meinen Freunden. Wie meinst du, das ist ja ein ganz normales Gespräch zwischen Männern, Tochter. Nein, das ist nichts Normales. Du wirst ja auch erwachsen irgendwann, Tochter. Du musst das schon lernen. Es gibt große Penisse, kleine Penisse. Ich möchte darüber nicht sprechen oder das okay, hören von meinem Papa. Ja? Willst du mal deine Frau mal ein bisschen vorstellen? Vielleicht so sagt ich deine. Das ist meine Hallo. Frau. Alia. Hallo. Ja, Hallo. Hallo. Alia, grüß Gott. Grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Grüß Gott. Hallo. Ich weiß nicht, ob seinem Vater so gut geht. Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade mit meiner Tochter unterwegs und ja. Sehr schön. Ey, ja, Kevin kommt jetzt, Sosa. Mein Vater kommt jetzt. Ja, das ist doch der Kevin, oder nicht? Ja, ja genau. Kevin ist mein Bruder. Und, ist das der Kevin da vor mir? Nein. Doch. Der Kreuzberger. Wer bist denn du überhaupt hier mit deinem pinken Hahn? Oh. Ich bin Gina Longlips. Was bist du? Ja. Entschuldigung. Ich bin Gina Longlips. Gina Longlips? Du siehst aus, als hättest du einen Long Dick und nicht Longlips, Homie. Nein, ich hab echt lange Lippen. Eine Frau mit Penis. Hey, findest du das jetzt witzig? Nein, ich finde es schön. Hey, Speckschwitsch, wann hast denn du denn das letzte Mal gesehen in der Dusche? Was, Alter?
Ich schau hier mal zum Alkanskinner. Schau mal nach unten, wann hast du ihn gesehen? Was soll das jetzt? Was gehst du auf mein Gewicht? Das ist Body-Shaming. Ja und? Und um welchen Lolo hat man keine Lolo? Ich bin für Kulturvielfalt. Ich bin für Vielfalt und gegen für Ausländer, ja? Und du bist so zu mir? Das ist crazy. Ich weiß gar nicht, was bist du denn jetzt so? Bist du geil? Nein. Ich höre vieles, aber nicht mit Frauen. Schaut mal. Ihr seid doch jetzt ein frisches Paar. Wie wär's denn, wenn ihr beide einmal mit ihm da zusammen... Ja, Felix, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was... Bist du Frau, Mann? Mal was Neues. Was bist du? Frau mit Penis, Sosa. Wir können alle zusammen tanzen, aber nicht zusammen reden. Ja. Frau mit Penis? Wie soll denn das funktionieren, Mann? Ja, das gibt's tatsächlich. Frag dein Papa, Kevin. Er kennt mich. Ja, Kevin kennt mich. Achso, warte mal. Kevin, hast du schon mal gepoppt mit ihm, oder was? Das ist Diskretion, ich darf darüber nicht reden. Der schaut irgendwie so aus wie der Kevin. Ich ruf ihn nochmal her. Ruf Kevin an. Der kommt jetzt. Kevin, ja. Kevin, hier ist so ein Typ beim MD, der hat gesagt, der ist eine Frau, der einen Schwanz hat und der war schon mal in dir drin. Tut mir leid, ja. Ah, hau mir, da hab ich was geplant für uns. Er durfte dich anspucken. Wie? Er durfte dich anspucken und so. Komm mal zu meinem D-Mann. Ja, also ich meine so. Na klar. Ja, ich bin schon raus, Mann. Ich wollte. Ach, egal. Ich erklär dir gleich, komm mal her. Ja, hab ich noch einen. Ich muss dir die Fresse hauen dafür. Muss gut telefonieren. Mensch, was du bist. Stark. Schäm dich, ja Russe. Und ihr seid die Töchter von Peppi? Nein, nee, nur sie. Nur, wer, sie? Mhm. Wie heißt du? Meriem. Meriem? Ich kenn dich doch. Ja, was geht ab? Warum hast du so... Warum siehst du so... Ist das deine Ex? Nein, aber man kennt sich. Man kennt sich, genau. Ja, mal vielleicht was hab ich denn? Tochter, wie schaut's mit dir eigentlich aus? Wann heiratest du einmal und bringst mal einen Österreicher nach Hause? Also bei dir warum muss es denn ein Österreicher sein? Also ist ja nicht schlimm, es kann auch ein Deutscher sein. Ja, ist ja nicht schlimm. Hey, Sarah, was ist, wenn es jemand wäre aus der Türkei zum Beispiel? Komplett. Natürlich ist das auch in Ordnung. Ich muss mich Dankeschön für den Abend. Kein Ding, mein Ding. Ich versichere das für mich. Ich kenne jemanden für dich. Kevin. Ich bin Türke. Also, wer ist Türke? Ein Kollege von mir. Ich verkuppel die miteinander. Also, ich bin halt. Nein, meine Tochter ist pansexuell. Die mag sowas nicht. Was ist denn. Wie, warte, er meint asexuell. Asexuell. Ich hätte aber noch einen Kollegen aus Österreich. Was mit dem? Ja, doch, da willst du nicht einmal kennenlernen, vielleicht aber Schnitzel. Nee, das passt schon so. Ja, vielleicht kannst du mal... Warte mal, gerade war sie noch asexuell. Ich hab das Gefühl, dass du ein scheiß Rassist bist und Fettsack, Mann. Tochter, meine Tochter. Warte mal, was ist denn hier für eine Scheiße gerade? Sie ist einfach mit mir zusammen. Genau, so ist es. Ja. Genau so ist es. Sie hat immer Schwester zu sagen. Ja, genau, Tori. Ich hab einen Kollegen, der kommt aus Wien, Mann. Er kommt aus Wien. Aus Wien? Ja. Wie heißt er? Eldin. Eldin, was? Eldin. Was ist denn das für ein Name? Ist das ein Österreicher? Oder der ist Österreicher, halb Bosnier, Mann. Ja, das passt noch. Aber was ist er? Ist er Christ oder? Ich glaube Moslem. Hey, glauben sollst du in der Kirche, Bruder? Peppi? Nein, das ist crazy. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Nein. Aber das ist ja, aber meine Tochter, die steht ja nicht auf Männer, ja? Das ist ja das Problem. Ah, so, auf einmal, ich hab das Gefühl, dass du ein verfickter Rassist bist, du Fettling! Niemals, ich liebe dir, Ken! Ich mein, das lass ich mir sicher nicht sagen von dir, mein Lieber, ja? Mein Friseur, ich geh zwar nicht zu dem, aber das ist ein Türke, das ist direkt bei mir ums Eck. Oder der Kebab-Mann ist auch ein Türke. Ich esse zwar kein Kebab, aber ist ein Türke, ja? Und ich geh immer vorbei und sag Hallo manchmal, ja? Und du kannst mir nicht sagen, dass ich ein ausländerfeindlicher Typ bin. Außerdem habe ich einen Freund, der kommt aus der Schweiz. Das ist kein Österreicher, ja? Und außerdem hat er meine Mutter geheiratet und sie war Iranerin, ja? Genau. Also deswegen bin ich auch halb Iranerin. Wie könnte er mich denn hassen? Also bitte. Wie bitte? Jenny, danke für den Sub. Nichts, alles gut. Nein, er hat was gegeben. Er hat mir gegeben. Untersteht dich, ja, mich so zu nennen. Ich liebe das Leben und ich hasse ich liebe Ausländer auch. Sehr schön. Okay, sonst müsstest du deine eigene das Tochter freut uns. Ne? Nein, er hasst mich nicht. Tue ich ja nicht. Ich liebe es doch. Genau. Also bist du quasi halb Iranerin, halb Österreicherin? Genau, kann man in so etwa sagen. Genau. Ja. So kann man das ungefähr sagen, ja.
Also, wie gesagt, ja, mach da keine Sorgen, ich bin schon für cool. Also, was ist jetzt mit dem Edin? Mit wem? Mit dem Edin aus Wien. Ja, komm, wir probieren es einmal, ist er Wiener, ja? Vielleicht ist er mit unseren Kulturen, mit unserer Kultur aufgewachsen. Ja, also, oder wir sind einfach Freunde alle, oder? Irgendwie ja, ihr sowas, könnt ne? ja mit oder der Art spielt einfach einen Rassisten, starten, das ja, ist so verrückt. Vielleicht entwickelt sich ja ein bisschen was mehr, Masi-Bärchen. Digga, das ja, ist einfach Farbo in der EP, ne? Wir können ne? ja uns alle anfreunden, das crazy. Ist das, oder? Ja, das kann man ja machen. Also, mhm. Sosa, du hast meine Genehmigung, du kannst dich gerne mit dem... Mit dem... Edin. Mit Eberhard, ja? Eberhard. Und was ist mit Emre? Das geht natürlich nicht. Ja, zwei auf einmal, das geht nicht. Also wenn dann mit Eberhard, ja? Hm. Okay, also Edin geht, Emre nicht. Genau, ja, also das geht natürlich für den Emre natürlich auch gehen, ja, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht. Ja, also das liegt natürlich an. Weil du hast die erste Eberhard gesagt, oder nicht? Aber Peppi, der ja? Emre ist auch Österreicher. Full. Passt das? Was war jetzt daran so witzig? Warum lacht er? Emre und der Österreicher, ich kann das, ich weiß nicht mehr. Die Leute hat Sinn für Humor, das sag ich da. Meinst du das? Ich dachte, das war ein Scherz. Das war, glaube ich, ernst gemeint. Das war, glaube ich, ernst gemeint. Dein Vater hat einen echt komischen Sinn für Humor. Wie? Ey, sag das nicht. Wie jetzt? Emre, Österreich? Ja. Nein, 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 das ist das sicher nicht. Das Gesindel kommt man nicht ins Haus. Warum? Na, also sowas lass ich nicht durchgehen, Tochter. Du bringst mir keinen Dirk ins Haus, kein Emre ins Haus. Ja? Aber wie, kein, warte mal, was läuft denn? Emre, ich hab mich versprochen, meine Gedanken waren anders. Ja. Yeah. Wo seid ihr? Warte, wir sind im MD drin, geh einfach rein und dann links. Das Problem ist, Tiere? Nein, also, nein, die Menschen mit Tieren, die haben bestimmt auch Hunde ins Haus. Das ich hab das Gefühl, dass du irgendwas in dein Gen hast, was so ein bisschen... Wie soll ich das formulieren? Ich hab das Gefühl, du bist ein scheiß Rassist, man. Also lange hat sich nicht gekränkt hier, Papa. Bitte was? Alter, wie wird das? Was ist denn das? Wo sind die Drogen? Ja, du musst mal kurz deine Brille aufnehmen. Wo ist meine Mutter? Oha! Wie geht's an? Das Scheiße, hast du mich gestern gefickt? Hey, Kevin! Fuck, Papi! Wow, Kuss links, Kuss rechts, Alter. Arschloch in deinem Mund, Alter. Junge, da machst du mich ja direkt. Warte, ich muss dich erstmal umarmen. Junge, du stinkst nach. Dein Mund stinkt nach Arsch, Alter. Was ist das? Hast du Arsch gelegt? Ich muss. Das ist dein Job, Alter. Das ist dein Job. Grüß dich, Kreuzberger. Hey, Pep, hast du schon Pep gefickt? Nein, noch nicht. Nein. Ey, hat mir nicht geklappt, Papa, das... Na, sowas mach ich nicht. Es tut mir leid. Ich hab du musst gefickt werden, Alter. Nein, Alter. Nein. Du musst gefickt werden, Alter. Alter. Ja, hallo? Du... Sosa. Ja, hallo? Hey, Pep, lass dich doch ficken, weg? Alter, Pep, Alter. Ja, yeah, eine Woche war ich weg. Hey, Pep. Hey, Champagner und Sesam, Alter. Big Homie. Ja, ich bin wieder im Town, Homie. Ja, wir müssen linken, Bro. Ich bin Würfelbock. Alles klar. Es läuft gerade so eine Rave-Party beim Musikstudio. Da sind wir gleich. Okay, Bruder, kannst du mir Postleitzahl sagen? Ich slide direkt. Warte kurz. Warte kurz. Musikstudio. Guck einfach in deinem Navi Musikstudio. I bet, gang. Okay, hau rein, ja? Wir hören uns, Twin. Kann man so reden? Ja, ja. Ich hab wurscht, ich hab ja auch auf deine Cousine aufgepasst, da war es 13. Und als 18 war, hab ich's putert. Ja, ich hab jetzt die Welt. Oh, Gott. Oh nein, bitte nicht. Oh mein Gott, ich glaub, ich weiß nicht. Also, ja, wir bumsen noch innerhalb der Familie. Ja, das ist Kultur, also das gibt's ja nicht. Also mittlerweile in diesen schweren Zeiten, Tochter, ist es natürlich wichtig, dass alles in der Familie bleibt, weil sonst vermischen wir uns noch mit dem ganzen Gesindel, ja? Aber du bist doch schon, ich bin doch schon gemischt. Ich bin doch halb Iraner. Wer sind die Fische? Siehst du, was auf dir passiert ist? Siehst du das? Was ist denn aus mir geworden? Und was soll das noch mit den anderen auch noch passieren? Mit den anderen Familienmitgliedern? Ja? Nimm mal das anständig im Leben. Oh Gott, oh Gott. Jeder hat das. Nur weil ich keine Blume im Haar habe, oder was? Miriam, der Kevin ist wirklich ein vernünftiger, ein deutscher, vernünftiger Junge. Natürlich habe ich die von euch, Ami. Weißt du nicht, was ich mache? Du hast mir jetzt den Arsch reingepustet. Kommst du auf die Rave-Party, Alter? Rave-Party? Natürlich eine Rave-Party, Alter. Ich hab nicht die Bock, Junge, Alter. Die ist jetzt gerade, die ist am Laufen. Da kommen eigentlich nur Weiße rein. Ja?
Was da bin ich sofort dabei, geht schon, wo ist das? Sag mal Termin, Pflichttermin, Schicht ist Pflicht, Alter, Nachtwerk, Alter, krach mal rein, geht schon los, Burschen. Was ein Bastard! Was mit Ali? Bruder, ist das geisteskrank. Warte, was mit dir, Sosa? Rami, ich bin sofort dabei, ich bin der Einzige, ich weiß nicht, also als ich da war, aber ich nur du kommst da nicht rein, oder so? Doch, ich hab so einen Deluxe-Pass. Hallo? Ich bin der Einzige, weißt du, der da rein darf. Und was ist mit ihm? Kommt der eine, oder? Wer? Wer da? Aber das passt eigentlich zu einer Rave-Party. Dieses 90% des Publikums bei einer Rave-Party schaut eh so aus. Ja, wir waren genau. Da schon. Wir waren da schon. Überall nur Junkies. Ja, okay. Geh mal, rauchen wir eine? Ja, würde ich nicht nur rauchen, aber wir ziehen alle Spritzen. Ja, Alter. Geht schon, Alter. Daily, geht schon. Ecstasy, hab ich immer okay, schon. Okay, aber du musst dich auch All Black anziehen, Alter. Dein Outfit sieht echt beschissen aus. Alles schwarz? Alles du, schwarz. Ich zieh mich kurz um, ich komme gleich. Ich glaube, okay. Das sollte passen gleich. Ich habe ein perfektes Outfit dafür. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh nein. Oh, warte, mach ich mal rein. Aber behalte, Schätzchen. Ja, ne? Mhm. Gott, immer wenn ich Kevin sehe, will ich sofort wieder eine Session. Mann, wo ist dein, deine Schwester, dein Bruder oder? Conny. Oh nein. Conny, genau. Also das ist alles... Na, das ist crazy! Nein! Man begrüße den österreichischen Kaiser! Nein! Nein! Nein, nein, das ist verrückt! Ey! Du hast mir nicht erzählt, dass dein Vater... Nein! Oh mein Gott! Ey, das ist alles EP, ich hab damit nichts zu tun! Salutier, du Arschloch! Was hast du für eine Kultur? Sorry, sorry! Salutieren vor dem Kaiser! Ja, sorry! Gott, sie dürfen sich rühren! Oder, ja, passt! Gehen wir zur Rave-Party? Okay, ja, ich würde let's go, yeah. Super! Let's go! Oh, ab geht's! Aber was macht mein Auto hier? Bei mir auch. Warte, schau mal, ob ich noch hab hier. Alter. Bruder, wie kann ich noch nicht gebannt sein auf Twitch? Ey, Twitch, ich sag euch ehrlich, ich liebe euch. Ich will niemals die Plattform wechseln. Hast du eins? Yeah. Nein. Die haben Freunde, Alter. 2024 Music. Was hat er mir gegeben? Warte. Ich bin irgendwie im Dienst. Ficken, Alter. Oh, ey, hast du irgendwie noch ein Auto oder so? Warte, ich hab Motorrad noch. Warum stöhnst du so, Alter? Bruder, mir geht's schon gut. Mir geht's echt nicht gut. Lass drauf. Doofy! Wie liefst Doofy? Ja, die haben ihr Ziel geschafft. Ich wurde vom PD gefeiert. So. Weißt du was? Peyton hat ausgesagt, dass Sepp geschossen hat, ne? Yeah. Und der andere, der angeschossen wurde, hat auch gesagt, dass Sepp geschossen hat, Scheiße, ne? Scheiße, Mann. Yeah. Doofy. Sepp wurde freigesprochen. Ich wurde als Mittäter. Aussteigen, Mann. Ey, du kommst mit zu... Ah! Party, ja, kommst zur Rave-Party? Ja, zur Party, Alter. Sehr geil, zur Party. Zur Rave-Party. Nee, gar nicht. Du kannst mich tragen, ja. Verdammt. Ja, später. Okay, komm zur Rave-Party. Ey, ich hab kein Auto, Mann. Das ist krass. Crazy. Jetzt. So, Heroin, ja, Kokain, Amphetamin, Codein, Alter, gib mir alles, Alter. Komm mir rein, flick im Blasen extra. Ja, 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 Mann, lass rein, Mann, lass rein, Mann. Ey, was geht hier ab, ne? Rave Party! Schau, wo du Junkie. Tai Chi.
Oh mein Gott, gib mir eine Nase, gib mir eine Nase, gib mir Heroin, gib mir Kokain, gib mir alles! Yes, sir! Ey, Sosa, bist du am Beat? What the fuck? What the fuck? Yeah, man! Wo bin ich gelandet? Weißt du was? Okay, okay, Sosa hittet den Shit. Geil, hey, Alter, das Scheiß ist Scheiß, Alter, der Scheiß ist Scheiß. Das hat damals so ein Video gemacht, aber ohne Hose. Hab ich am Geschenk. Oh, der Kaiser ist da, der Kaiser ist da. Geht schon, legt's mal allein auf, Burschen, geht schon. Da ist wieder mal ein ganz jung für dich. Hallo, hallo. Geschenk für dich, hier. Hallo. Ist das Kokain? Hallo, der Kaiser. Nimm, probier mal. Ist das Kokain? Warte mal. Probier. Warte mal. Der Kaiser wird zum Hund. Oh, Herr, na. Oh, was ist das? Ich hol euch noch Zeugs, warte mal. Ich hol euch noch mal. Hol uns alles, was du hast, Alter. Hol uns alles, was du hast. Das war gut. War gut, hast du. Perfekt. Oh, Junge. Ich kann nichts verkaufen. Einmal wieder jung sein, ich wollte dich nicht. Noch mal andere. Guck mal bitte Kevins Stiefel an. Oh. Guck mal bitte seine Haare an. Das ist alles verfickte Scheiße, Alter. Wie geht's euch? So deppert, was ist geil. Ey, das soll doch recht sein, oder was? Hier sind fünf alles Leute, Alter. Klar, Alter. Fünf Leute kommen hier rein, komm zu dir, verdammt nochmal. Komm zu dir. Komm doch rein, Alter. Nein, auf gar keinen Fall. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Musik, Alter. So, Schatzi, stell dir mal auf die Stange und zeig mal, was du drauf hast, Puppi. Geht schon. Ey, Lovely, er meint dich. Nein. Lovely, du kleines Luna. Du dickes Ding, was redest du da? Bist du deppert, Lovely? Du hast aber vier Figur, Alter. Bist du narrisch? Bist du narrisch, Lovely? Alter, denk dir rum, meine kleine Mandelblüte. Komm her, lass mich auf den Mund küssen, du Miststück. Ja,
das gefällt dir, gell, Salat? Das gefällt dir. Was sagt man immer? Humor ist der Schlüssel zum? Ich hab einen Mann. Zur Pflaume, genau. Okay. Ey, wo ist einer mit dem Zeug, Alter? Ist der, ist der... Der ist eingeschlafen oder so. Ist der gestorben, Alter? Wo ist die Musik? Kevin!